Hallöchen, liebe Kadetten, hier ist der Bruchpilot der Rebellenflotte und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne eine Bewertung da und viel Spaß. Seid gegrüßt, meine Freunde, möge die Macht mit euch sein. Wir starten heute wieder mit einer Raumschlacht und zuvor öffne ich wieder die Anmeldungskiste, um mir die Credits und die Punkte abzuholen. Na komm, gib es mir. Warum dauert das so lange? Hallo? What the fuck? Ich will doch nur die Kiste öffnen. 2000 Jahre später. So, jetzt sind jetzt fast wirklich 2000 Jahre vergangen. Ich habe vorhin, als ich spielen wollte, wollte ich nach einem Spiel suchen und ich hatte keine Verbindung zu den EA-Servern. Irgendwie ging das nicht so ganz. Und dann konnte ich auch die Kiste nicht öffnen, aber irgendwie habe ich sie dann doch geöffnet. Ich weiß nicht, welche Karte ich bekommen habe, ist aber auch nicht so wichtig. Aber jetzt probieren wir es nochmal mit einer Raumschlacht und wir gucken mal, auf welcher Map wir heute spielen. Und auf geht's! Okay, wir haben eine Map gefunden und zwar spielen wir heute auf Endor Todessterntrümmer. Die Rebellen haben zwar den zweiten Todesstern zerstört, aber das Imperium will sich auf keinen Fall kampflos zurückziehen. Ein imperialer Sternzerstörer versucht, einen wild entschlossenen Mon Calamari Sternenkreuzer der Rebellen und seine Eskorte von Fregatten abzuschießen. Okay, ich glaube, diese Map hat mir noch nie. Freue ich mich drauf. Mal gucken. Okay, wir sind das Imperium und wir starten mit einem TIE Fighter. Üff geht's, Mann. Üff geht's. Okay, wir sind, glaube ich, mitten in die Map reingespawnt. Kann das sein? Ja, es ist schon mittendrin. Ach, egal. Machen wir trotzdem hier das Beste draus. So, erstmal den Boost aktivieren, damit ich da schneller rankomme an die Leute. Da ist der Sternenkreuzer. Okay, das war gut. Wow, das war Hä? Das habe ich doch gar nicht berührt. Hä, nie im Leben habe ich das berührt. Ich bin doch da ganz klar dran vorbeigeflogen. Boah, nö, ey. Das war natürlich ein bisschen unglücklich. Aber die Map haben wir doch schon mal gespielt. Da kann ich mich dran erinnern, dass wir schon mal hier unterwegs waren an dem Sternzerstörer, oder? Aber so oft hatten wir sie auf jeden Fall noch nicht. Also wenn überhaupt einmal, gehe ich mal von aus. Das ist ein X-Wing. Komm, den holen wir uns. Ach, er ist von einem anderen zerstört worden. Mano. Da hatte ich gerade im Visier, mein Freund. Oh, Hilfe. Blockadebrecher eliminiert. Alle Schiffe. Angriff auf die Rebellenflotte. Nein. Lass mich in Ruhe. Ich habe gerade kein Ziel irgendwie. Ich finde keins. Keinen, den ich abschießen kann. So, Rakete. Ach Mann! Den haben sie mir wieder geklaut. Wollen die mich verarschen? Komm, die nehmen wir uns jetzt. Ja, immerhin Assist. Jetzt werde ich gehittet. Was soll man machen? So, wo ist denn der Kollege da? Ja! Sehr schön. Den haben wir bekommen. Ich bin aber fast down. Das heißt, ich werde nicht mehr viel aushalten, Freunde. Ich werde nicht viel aushalten. Hast du noch einer? Der wurde auch gekillt von wem anders, aber... Hä? Jetzt habe ich wieder Lex. What the fuck? Alter! Die klauen mir alle Kills. Ja, und den habe ich echt richtig dumm getroffen. Mann, der ist nur gerade auf mich zugeflogen. Komm. Ja, Mann, den haben wir. Los, weiter so. Wo will er hin? Ja, ich probier's, Mann. Wow. Wo ist denn der jetzt hin? Da. Oh, das ist ein I-Wing. Also. Eliminiert die Minen, damit wir ja. So ein blöder Bomber. Die sind auch echt cool und die haben extrem viel HP. Warum habe ich denn da einen Assist bekommen? Ich habe die noch gar nicht getroffen eigentlich, oder? Egal. Okay, hier, da haben wir mal drauf. Und abdrehen. Okay, so weit, so gut. Da ist ein weiterer X-Wing.
die mich fast in die Fresse geflogen wäre. Und jetzt haben sie mich gleich. Ja, den haben wir noch mitgenommen, bevor wir sterben. Das ist perfekt. Ich bin tot. Hilfe. Es war schön in unserem TIE Fighter. Ich hau da noch mal kurz. Oh nein. Ich habe nicht getroffen, weil ich so blöd gelenkt bin. Jo. Sehr schön, Freunde. Ich hau noch mal auf die Mine drauf. Auch noch mal eine Rakete. Und ich wäre fast vorgeflogen. Das war ja doof. Wow. Okay, Torpedo abgefeuert, sehr schön. Gut gemacht, Freunde. Oder ist wieder einer? So, Rakete auf den drauf und... Jetzt bin ich down, jetzt bin ich down. Und ich bin davor geflogen, weil ich den Boost aktiviert hatte. Der andere auch. Sehr geil. Jetzt können wir aber... Komm, wir nehmen mal Boba Fett. Wir sind jetzt richtig fett mit dem Boba. Den hatte ich noch nie. Alter, wie geil. Die Waffe ist extrem cool. Das ist echt cool. So, hier mache ich mal eine seismische Granate rein. Wer hätte das gedacht? Wie dumm war das denn? Ich dachte, ich komme da durch. Och Mann, danke Allverwandt, oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Hör mal, was war das? Ich dachte, ich komme da durch, Mann. Boah, wie blöd war das denn? Jetzt habe ich den Boba Fett einfach gewastet. Boah, nö, ey, das ist so ärgerlich. Wow, nicht vor die Trümmer hier fliegen. Okay, da sind welche. Oder ist das... Millennium-Falke. Nein. Lass mich in Ruhe. Da schießt mich einer ab. Wo ist der hin? Ach! Scheiße, der hat mich gekriegt. Das war überhaupt der erste Abschuss von einem. Sonst bin ich immer nur irgendwo vorgeflogen. Okay. Jo, den haben wir. Nice, Mann. Oh, da ist ein X-Wing, der verfolgt gerade einen von uns. Den holen wir uns. Ah, der ist schon tot. Ach, Mann. Der ist da vorgeklatscht. Oder so. So, den holen wir uns auch. Ja, Mann. Den haben wir. Das war nice. Wo sind denn die Kollegen? Ja, ich werde immer angegriffen. Wo sind denn die Kollegen hin? Wo ist manchmal so unübersichtlich hier in dem Schrottgewirr? Ah, gut. Da habe ich einen Assist für bekommen, obwohl ich den nur ganz kurz mal angeschossen habe. Jo. Da ist er. Der hat drei Verfolger gerade gehabt, der arme Kerl. Das war richtig mies. Habt ihr die Credits? Dann habt ihr meine Aufmerksamkeit. Ja, Mann, den haben wir auch noch. Perfekt. Den auch noch da. Ein Bomber. Oh, seismische Granate. Die Deaktivierung ihrer Sensorencluster würde ihre Verteidigung schwächen. Junge, warum treffe ich... Ich soll zum Abschied nehmen. Was bin ich denn für ein Depp? Warum treffe ich den nicht? Boah, der ist so scheiße langsam. Oh, ich muss abdrehen. Boah, das war richtig erbärmlich. Warum treffe ich den nicht? Der fliegt gefühlt mit 3 km/h vor mir her. Hä? Warum ist der nicht gestorben? Warum ist der nicht gestorben? Der hat doch eben noch meine Rakete reingekriegt, oder nicht? Naja, egal. Weiter geht's. Das war also irgendwie... Irgendwie habe ich den echt scheiße getroffen. Das war erbärmlich. Da ist ein weiterer X-Wing. Oh, es war ein Abfangjäger. Der ist davor geflogen. Ja, den haben wir. Und abdrehen. Ich werde beschossen. Wow. Wow, das war knapp. Nein, von wo?
Ach, so ein Geschütz oder was? Lol. So, wie sieht's denn aus? Ist, glaube ich, gar nicht. Oh, da ist aber einiges los da vorne. Wir müssen den Kalamari-Kreuzer hier kaputtballern. Oder? Achso, den kann ich nicht nur einfach anschießen, da muss ich auch. Muss ich auch da ein besonderes Teil treffen. So, wo sind denn die Kollegen? Brauchen wir wieder so ein. Ja, ich suche gerade mal hier so ein. Ah. Komm, holen dir, Rakete, holen dir. Ja, ich hab ihn. Danke dir. So, hol ich mal mir so ein. Nein, ich werd. Ach, verdammt. Ich habe gerade das Geschütz kaputt gemacht. Da kam der von hinten, der Sack. Okay, jetzt müssen wir da unten reinballern. Das machen wir mal. Aber da sind sehr viele X-Wings. Naja, ich schieße da trotzdem mal drauf. Wow, ich werde da fast vor. Nein, ich muss hier weg. Warum treffen die mich immer so gut hier in den ganzen Gerümpel? Das kann doch nicht wahr sein. Okay, ich versuche gerade mal hier. Ach, das ist ja Kreuzer. Da ist einer. Wow. Na komm, den holen wir uns. Ja, Mann, den haben wir uns geholt. Das war richtig gut. Wow. Nein, ich habe den Trümmer nicht gesehen. Scheiße. Ich fliege echt öfter irgendwo vor, als dass ich abgeschossen werde. Das ist schon ein bisschen bescheuert. Ich wurde vielleicht dreimal abgeschossen und bin fünfmal wovor geflogen. Alter Finne. So. Wie sieht's denn aus? Wir sind, glaube ich, gerade am Gewinnen. Kann das sein? Da ist einer. Deine Verteidigung ist deaktiviert. Ja. Zeit für den entscheidenden. Okay. Greif die hinteren Triebwerke an. Hintere Triebwerke. Okay, wird gemacht, Chef. Nein, schon wieder so ein. Ach, Mann. Melde Kollision. Immer vor diese scheiß Trümmer. Ich werd wahnsinnig, Mann. Das gibt's doch gar nicht, dass ich immer irgendwo vorfliege. Alter Finne. Okay, hintere Triebwerke. Drauf da, ist kaputt. Komm, wir holen uns nochmal einen X-Wing. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, Freunde. Wir haben 10, 11 Kills, 9 Verluste, 4 Assists. Ist recht solide, aber die Runde mit Boba Fett, die hätten wir auf jeden Fall besser lösen müssen. Weil da hätte ich richtig mal ein paar Kills raushauen können. Aber dann bin ich da irgendwo vorgeflogen. Das war echt ein bisschen bescheuert. Aber gut, das soll es dann für heute gewesen sein. Wir haben wieder eine gute Raumschlacht absolviert. Und damit machen wir in der nächsten Folge weiter. Die kommt wahrscheinlich wieder übermorgen. Und ihr könnt euch auch gerne die anderen Let's Plays angucken. Ich spiele momentan Assassin's Creed und Formel 1 noch. Und bald kommt auch noch Mittelerde. Das möchte ich auch noch fortführen. Habe ich aber im gestrigen Formel 1 Part was zugesagt, falls das euch interessiert. Aber gut, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Ciao.